glaube, wir gehen jetzt gerade zum seeklaren Wassers. Und es ist bitterkalt. Und sogar die Tränen gefrieren. Oh ne. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Little Big Adventure. Nach wie vor neigt es sich dem Ende zu und wir wollen jetzt durch jedes Tor schreiten. Wir haben zu Ende des letzten Videos genau von einem roten Klon da einen Schlüssel ergattern können. Jetzt müssen wir hier... Jetzt müssen wir hier irgendwie schauen. Ich verstecke mich erstmal da unten. Ich benutze aus irgendeinem Grund immer wieder den Stick. Wir sind leider gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Deswegen traue ich mich jetzt nicht so direkt, den Kollegen da oben anzugreifen. Was ich mich allerdings traue, ist den grünen Kollegen unten links auszuspionieren, was der für eine Route hat. Jetzt im Moment habe ich sie, glaube ich, erkannt. Jetzt muss ich den Kollegen nur noch... Ja, irgendwie ausschalten, ne? Und das, wenn es geht, aus der Ferne. Mit mal ein bisschen Energie. So. Warum hat er jetzt Huh gemacht? Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Der da scheint erstmal harmlos zu sein. Könnte mir aber vorstellen, dass der... Oh! Der schießt also auch. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Wofür, weiß ich nicht. Eieiei. Okay, zwei Schlüssel gleichzeitig sogar. Jetzt wird's interessant. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich zurückgehe und teste, ob einer dieser Schlüssel an dem Raum vorher die Treppe runtergeht. Könnte ich probieren, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite respawnen dann hier natürlich wieder alle Gegner. Das wollen wir eigentlich nicht. Kollege da drüben ist leider nicht so einfach anzuzielen, wie ich mir das wünschen würde. Noch ein Schlüssel? Okay. Ich würde nur gern auf den Mann da irgendwie... Weil der ballert natürlich auch wieder direkt auf mich. Und jetzt wird es dann langsam knapp. Dann schauen wir mal, ob der mich überhaupt sieht. Auf die Entfernung tut er nicht. Okay. Hier könnten wir mal schauen, wobei ich das nicht glaube, ob unsere Sendeltröte funktioniert. Glaube ich aber echt nicht. Das würde mich hier schon sehr wundern. So. Oh, ein paar Herzchen bekommen, so wie es aussieht. Nicht schlecht. Des Weiteren... Ah ja, das sind also deswegen zwei Schlüssel. Beziehungsweise, nee. Ich hatte jetzt insgesamt drei. Einer hat das geöffnet. Der eine öffnet die. An den schleiche ich mich jetzt mal. Naja. Ich wollte mich eigentlich vorbeischleichen, ne? Ihr seht ja, wie das funktioniert. Leider, leider, leider. Warum macht ihr die ganze Zeit? Mach ich das? Hä? Okay. Okay. Hier geht's schon mal auch irgendwie. Ah, nee, oder?
Das ist ja geil. Jetzt hier, der kann mich durch die Wand durch erschießen und ich ihn aber nicht. Guten Tag. Egal. Schnell, befreien Sie mich! Schnell, befreien Sie mich! Wie? Ich habe keinen Schlüssel mehr. Wahrscheinlich muss ich den Kollegen nebenan da besiegen, ne? Oje, oje. Jetzt gehe ich aber erstmal hier ein Stück weiter. Erstmal umgucken. Ja, mal gucken. Also der ist zwar anvisierbar, aber ja, wie immer ist das hier. Mehr als hakelig. Ne? Wie ihr sehen könnt, nach wie vor sehr hakelig. Mit dieser Zielvorrichtung hier. Höchstens, ja gut, gegen die Wand und dann auf ihn auch schwierig. Jetzt aber. Gut, gut. Kleeblätter wären geil. Gut, ich weiß ja, wo es welche gibt. Hauptinsel, ne? Hauptinsel, die Ruine. Die drei Kollegen da, die drei Pummelklone, die man da abservieren kann. Aber ich werde jetzt mal eben nicht von hier wieder irgendwie auf die Hauptinsel reisen. Wo ist der Dico da? Hä? Der ist weg? Nee, der ist nicht weg. Okay, der ist da hinten. Oder war da hinten, hinter dem Paravar? Das wäre jetzt natürlich interessant. Ob man da wohl dem eventuell auflaufen, beziehungsweise warten könnte, bis er da wieder hingeht. Um ihn dort zu überraschen. Von hinten. Aber okay. Ja, so. Genau so hat sich das Spiel das gedacht. So und nicht anders. So. Ah ja, Kleeblätter wären ganz toll. Jetzt lasse ich erstmal den Ballmann hier raus. Hallo. Sprich zu mir. Sie, der Quetsch? Ich bin Ihnen verdammt etwas schuldig. Wenn Sie den anderen Abhang runtersteigen wollen, versuchen Sie die Klappe mit dem Hochspannungszeichen am Ende dieses Korridors zu bewegen. Ja, damit wird er wohl das Ding da meinen, was wir vorher schon gerade eben kurz gesehen haben. Wenn das denn ein Hochspannungszeichen sein soll. Aber soweit so gut. Wir sind wieder ein Stückchen weiter. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade zum See klaren Wassers. Und es ist bitterkalt. Und sogar die Tränen gefrieren. Oh nein. Vielleicht hätten wir da jetzt noch nicht hingehen sollen. Okay. Oh, jetzt müssen wir hier so eine Abfahrt machen, glaube ich, ne? Also, wieder was... Die Krami haben dir ein Snowboard gegeben. Ich weiß nicht, ob das... Also, ja. Man kann jetzt hier eine schöne Abfahrt machen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das hier mit den roten und blauen Fähnchen eine Bewandtnis hat. Aber ich denke mal, Hauptsache, man kommt runter. Deswegen wird es jetzt hier erstmal ausgerüstet, dieses Snowboard. Die Kami, also das sind dann wohl diese Frettchen-ähnlichen Wesen da. Snowboard. Ja, wie kann ich schon ausrüsten, oder? Vielleicht lese ich erstmal, was dabei steht. Das kann nur im Hammerlei benutzt werden, zwischen zwei Fähnchen, die den Beginn der Strecke markieren. Ah, der macht das von alleine. Auch eine schöne Art zu reisen, nicht wahr?
Und wie komme ich da wieder hoch? Beziehungsweise, wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich da hinten lang. Ich renne erstmal ganz nach hinten durch, obwohl ich sehe, dass es da rechts lang geht. Aber vielleicht liegt hier hinten ja irgendwie noch was rum. Wäre ja wünschenswert. Nee, so ein Kleeblatt oder 8. Eigentlich bräuchte ich jetzt gerade 5. 5 wären geil. Aber jetzt sieht man auch mal, wie schnell die Dinger tatsächlich weg sein können. Ne? Hier klingt es jetzt wieder. Oh Gott. Das will ich. Mit dem will ich nicht reden. Ich glaube, das greift mich an. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht kann man damit reden. Aber es sieht auf jeden Fall auch nicht nett aus. Ja, siehst du. Also nicht so dolle, ne? Obwohl ich ja eigentlich laut dem Bühbuch jetzt mit Tieren reden können müsste. Oh, dem da muss ich aber helfen. So, dem habe ich geholfen. Weil ich so nett bin. Guten Tag. Dafür hilft er mir. Danke für deine Hilfe. Und denk dran, wenn du in die Fabrik gehst, zerstöre alle Eier. Sonst werden neue Monster produziert, die dann das Dorf angreifen werden. Eier zerstören, okay. Oh, da hinten bauen die Hasis Mordskarotten an. Ich habe ein Kleeblatt bekommen, dankeschön. Ja. Ich fürchte, ich kann den... Oder kann ich den mehr helfen? Kann ich auf die Dinger schießen? Also ich kann die wahrscheinlich schon treffen, aber die bewegen sich doch ein bisschen zügig. Da habe ich die Angst, dass ich da doch sehr oft daneben schieße. Moment, da hinten ist noch so ein Kessel, was zu essen. Da gehe ich mal hin. Buddelst du mir was aus? Ja, noch ein Kleeblatt. 3 Kleeblätter. Mein Gott, ich bin so toll. Guten Tag. Wusstest du, dass es einen See klares Wasser hier ganz in der Nähe gibt? Ja. Er befindet sich neben der Tür der heiligen Karotte und er steht in einem engen Zusammenhang mit der Prophezeiung. Danke. Jetzt gehe ich auch trotzdem erstmal Suppe schöpfen. Oh. Hey du, Hände weg von unserem Mann. Werter Fremdling, wir öffnen dir die Tür der heiligen Karotte. Wenn du die Mutantenfabrik sabotierst, aus der die Monster stammen, die diese Halbkugel befallen, diese Tür führt zum Ufer. Und von dort aus kannst du an diesen Teil des Planeten gelangen. Von dieser Seite aus kannst du nicht in die Fabrik eindringen. Folge Winky, dieser junge Hase wird dich zu einem Geheimgang führen. Er wird dir gestatten, in die Mutantenfabrik einzudringen, und zwar von innen. Und wir... Das ist wohl sie, diese Winky. Hallo. Guten Tag. Den Gang, den ich dir öffne, ermöglicht in einen Hafen zu gelangen, von wo aus früher die Metro losfuhr, die den Himalaya durchquerte. Okay. Und du gedenkst irgendwann schneller zu laufen? Weil heute noch und so? Ah gut, lässt sich jetzt halt nicht ändern, ne? Ah ja. Da ist jetzt ein Loch. Okay, da wollen wir gar nicht so direkt rein. Ich hätte erstmal gern geguckt. Nämlich da hinten rechts. Denn auch dieses Spiel bleibt von meinem Suchzwang nicht verschont. Hier hinten geht es nämlich auch noch lang. Nee, doch nicht. Okay. Dann habe ich mich da geirrt. Dann gehen wir halt doch ins Loch. Tschüss. Und wir springen natürlich irgendwo rein, um irgendwo anders auch wieder rauszukommen. Also, ne? Es wirkt immer ganz interessant. Man fällt in ein Loch und steigt dann in der nächsten Sekunde schon aus einem anderen wieder raus. Da unten ist ein Soldat. Mehrere Soldaten. Sogar ein roter... Ein roter Deko. Da drüben ist auch ein Soldatenkollege. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so ungeschickt, sich den vorzuknöpfen. Ich muss allerdings ein bisschen näher ranzoomen, dass ich hier
Hier, ich glaube, ich muss da runter, ne? Nichtsdestotrotz versuche ich mal. Ne, von hier aus treffe ich den anderen nicht. Vielleicht aber. Eieiei. So. Der da oben interessiert mich jetzt mal nicht. Hätte jetzt bald schon wieder ein Kleeblatt verloren. Jetzt weiß ich aber, wo wir sind, Leute, von heute. Genau, das war nämlich jene Stelle, da waren wir auch schon mal. Da bin ich auch von außen nicht reingekommen, weil wie ihr hier seht, ist hier alles zu. Gezäunt. Was macht der hier? Der sieht so zivil aus. Guten Tag. Von diesem Depot aus wird Material zur anderen Halbkugel geschickt. Es wird dazu eine Kapsel benutzt, die aus der Zeit der früheren Metro stammt. Ich habe beim Bau mitgewirkt, aber ich warte seit fast 2 Jahren auf eine Fähre. 2 Jahre. Und 2 Jahre lang saßt du genauso hier am Stück. Genau der. Ja, gut. Vielleicht kommt ja dann demnächst eine Fähre, wenn wir das hier alles so ein bisschen übernommen haben, ne? Und auch hier wieder, also wirklich dieses, den Stick wirklich millimetergenau setzen müssen, das geht eigentlich gar nicht. Man möchte ja schon, jetzt, so funktioniert's. Meine Güte, doch wieder ein Kleeblatt weg. Aber es ist wirklich mit diesem nicht allzu tollen Zielsystem. Und es ist schon besser als das Originale. Denn beim Originalen, sage ich mal, hat man nicht gesehen, wo man hinzielt. Da musste man so ungefähr einschätzen. Also glaube ich, ich meine mich zumindest zu erinnern, dass im Originalspiel diese Pfeile nicht da waren. Ich kann mich allerdings auch irren. Ich bin ja inzwischen auch schon in einem etwas gesetzteren Alter, wo man auch mal was vergisst, ne? Das heißt, so hundertprozentig möchte ich da gar nicht mehr für bürgen, was ich da teilweise erzähle. Aber in meiner Erinnerung gab es zum Zielen im Originalspiel keine Pfeile. Ebenso wie zum Springen über irgendwelche Abgründe hier, wo man dann sehen kann, wo man landet letztendlich. Das gab es, meine ich, im Originalspiel auch nicht. Da musste man auch so ungefähr schätzen. Und ja, dann hat's geklappt oder auch nicht. Hallo. Guten Tag. Ja, ich weiß. Sie wollen auch, dass ich die Kapsel für Sie in Gang setze. Stellen Sie sich davor, ich mach schon. Okay. Ich guck erstmal mich hier ein bisschen um. Ah, da ist so ein Feind wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Sehen aus wie Ärzte irgendwie. Alarmknopf gibt's hier nicht. Aber der wird eventuell wieder eine Schießpistole haben. Was machen Sie da? Das hier ist wie in einem Hotel. Vorhin habe ich sogar einen Kobold erwischt. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Offiziell gibt's das nicht. Okay. So, gib mal Schlüssel her, genau. Einmal Schlüssel. Da ist ein Alarmknopf. Das sollten wir berücksichtigen. Da ist ein Kobold. Da ist der Kobold. Ist das der Kobold von vorhin? Oder was heißt von vor 2 oder 3 Videos? 2? Teil 19. Ich bin Raimund der Kobold. Zum Dank werde ich dir den Standort des Sees Klares Wasser zeigen. Er befindet sich nordwestlich von hier, im Hamalai. Schau auf deinen Holomappe. Spielst du dort Flöte, findest du einen wichtigen Teil der Prophezeiung. Und wenn du mir eine Kobold-Mitgliedskarte zeigst, habe ich noch etwas anderes. Wohlgemerkt eine Koboldkarte, die man nicht hat finden müssen, ne? Die man nicht. Die könnte jetzt noch da in der Wüste bei dem anderen Kobold sein, ne? Aber wir haben sie ja. Jetzt bin mal gespannt, was ich hier bekomme. Oh ja. Das ist geil. Wobei die ruckzuck wieder weg sein werden, nehme ich an. Wieso ist hier in den Spinden nichts? Egal. Jetzt müssen wir uns noch um den anderen Kollegen kümmern. In Weiß. Ja.
Das war jetzt schon ein bisschen zu spät, leider. Leider ein bisschen zu spät. Jetzt hoffe ich mal. Ah ja. Das ist ja nicht allzu fern hier. So, nur warten, bis der Herr Kollege hier reinkommt. Der wird ja aus irgendeinem Grund hier reinkommen und uns was fragen. Zum Wetter oder so. Oder ich muss den wieder dumm anmachen von innen. Nee, muss ich nicht. Möchten Sie lieber nüchtern sterben? Oder haben Sie einen ganz speziellen Wunsch für letzte Mahlzeit? Also, pass auf. Ist natürlich schön dumm von dir, sich einfach mit die Tür offen zu lassen und weiterzugehen. Ne? Aber das macht man halt so hier. Ne? Also, jetzt sollten wir uns noch möglichst eindringlich darum kümmern. Was? Okay, der läuft da immer noch. Ich weiß nicht für was. Du hast soeben. Ja. Also, wir sind schon leider ein kleines bisschen wieder über die eigentlich gedachte Videolänge. Nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Also, der Tico ist jetzt nicht da. Die Frage ist natürlich, taucht er jetzt gleich hier wieder auf in seiner Box? Oder halt in der Klon? Wie heißt denn das? Beamzelle, genau. Der da drüben wird. Der wird direkt wieder Alarm schalten. Was mache ich jetzt am besten? Muss ich irgendeine Tür? Ich habe jetzt einen Schlüssel bekommen, sage ich jetzt mal. Vielleicht muss ich den auch. Vielleicht muss ich einfach vor diese Dings hier. Vor diese Kapsel. Ach nee, ich muss ja hoch. Aber der andere Deko, der daran rumfuhrwerkt, ist ja nicht mehr hier. Aber geht trotzdem scheinbar. Ist auch leider schade so ein bisschen, dass sie auch in dieser Enhanced Edition ist. Leider nicht machen können, dass diese Cutscenes flüssiger laufen. Aber das ist halt so. Das ist ja in vielen Fällen so. Dass, am Spiel selber können sie was machen, aber in den Cutscenes nicht. Gut, jetzt sind wir schon mal hier. Gucken wir uns erstmal schnell so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist auf jeden Fall mal diese Monsterfabrik, ne? Da oben werden die Dinger schon. Da oben sind schon irgendwelche Viecher auf den Liegen. Das sehen wir uns alles gleich aus der Nähe an. Für mich gleich, für euch im nächsten Video. Dieses ist an der Stelle beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ein Kommentar wäre auch noch ganz super. Herzlichen Dank nochmal und tschüss.